Ich habe von 80 bis 88 in Lyon gelebt und habe dort die Musik für eine Gruppe experimentellen Musiktheaters gemacht. Und diese Gruppe hat als experimentelle Stimmarbeit gemacht. Also man kennt Roy Hart, also der war damals schon tot. Also wir haben zusammengearbeitet mit Leuten aus dieser Roy Hart-Schule und die Protagonistin dieser Kompanie, Nina Goethe, war auch eine Extrem-Vokalistin, sagen wir es mal so. Und das waren sicherlich die Grundlagen, dass ich da in den 80er Jahren ziemlich dann informiert war, was in der Stimme, in der zeitgenössischen Stimme schon gemacht, Cassie Berberian und so, was da so realisiert wurde. Und aber erst als die Kompanie auseinander war, bin ich nach 88 nach Köln und ich glaube, ich hatte in Köln eine Ausstellungseröffnung. Ich habe schon immer Solo, auch Kontrabass, sehr viel zur Ausstellungseröffnung gespielt. Da war eine Ausstellungseröffnung und diese Rheinländer quatschten. Ja. Und da war Ruhe, da war absolut Ruhe. Und dann habe ich wieder Kontrabass gespielt. Und da dachte ich, ja Mensch, also wenn die Leute das brauchen, dass die mir mal zuhören, die können doch wirklich danach quatschen, können die nicht 10 Minuten mal zuhören. Dann, das war der Anfang, dass ich meine Stimme benutzt habe. Und dann wurde das mein Label, dass ich Kontrabass und Stimme gemacht habe. Bei den Komponisten der DDR gab es schon immer sehr enge Beziehungen zur Improvisation. Also der Georg Katzer hatte ein aktives Duo mit einem Improvisator aus Westberlin, dem Wolfgang Fuchs. Und der Wolfgang Fuchs hatte ein großes Improvisationsensemble, in dem Georg Katzer der Live-Elektroniker war. Mit diesem Ensemble waren die präsent auf Festivals für improvisierte Musik. Also Georg Katzer war durchaus da auch als Musiker aktiv und auch hatte dann auch einen Namen. Und andere Komponisten wie Friedrich Schenker oder Lothar Vogtländer haben immer sich Improvisatoren dazugeholt. Ich erinnere mich an eine Aufführung in der Philharmonie, Friedrich Schenker für Sinfonieorchester und Free Jazz Quintett mit dem Petrovsky Quintett. Das war für die DDR-Komponisten längst Usus dieser Art Zusammenarbeit. Und das hat mich quasi dazu gebracht, überhaupt also mit Komponisten zusammenzuarbeiten. Ja, der Georg Katzer hatte mich zu den Randspielen in Zepernick in einer Produktion von Lothar Vogtländer gesehen, wo also ein Zuspiel war. Und ich hatte agiert als Kontrabass und mit der Stimme. Und diese Doppelfunktion, dass ich spreche und Kontrabass spiele, hat ihn auf die Idee gebracht, ein Stück für mich zu schreiben. Und er hat mich dann auch direkt danach angesprochen, 96, und hat dann dieses Stück geschrieben. Mit Georg Katz habe ich mich eigentlich von Anfang an sehr gut verstanden. Das hielt auch all die Jahre an. Und ja, er hat mir nach einem Jahr die Komposition zugeschickt und dann hat er mich damit erstmal allein gelassen. Und dann haben wir für die Uraufführung 98 darüber gearbeitet. Und da ging es ihm vor allen Dingen um Aussprache und Textverständlichkeit. Also Musik, das war so, das läuft schon, da hat er nicht viel dazu gesagt. Aber er hatte sehr eine klare Kultur, wie auf der Bühne gesprochen werden muss und hat mir da auch viele Dinge, Betonungen und Atemzeichen und so, da hat er sehr darauf geachtet, dass das gut kommt. Und dann hab ich das Stück 98 nur für Kontrabass und Stimme aufgeführt und auch ein paar Mal in dieser Version. Und dann kam Georg, das war eigentlich für ihn sowieso eine ursprüngliche Idee, dann haben wir Einladungen gehabt als Duo. Er hat dann seinen analogen Set für Live-Elektronik aufgebaut und hat dazu seine Live-Elektronik auch improvisiert. Und in dieser Duo-Version haben wir auch viele Male das Stück aufgeführt. Und er hatte schon
immer im Kopf, daraus ein Musiktheaterstück zu bauen. Und das realisierte sich dann im Jahr 2000 in Rheinsberg, Schlossakademie Rheinsberg, Musikakademie Rheinsberg. Und dann wurde das eine Produktion, dann wurde quasi das Stück Der Maschinenmensch zerteilt in verschiedene Teile. Und zu jedem Teil gab es dann wie eine Fortspinnung. Also dann kam eine Sängerin auf die Bühne, die hat dann gesungen. Zwei Perkussionisten waren beteiligt, ein Tänzer. Videos von Veit Loop wurden eingespielt. Und diese Produktion dauerte etwa 70 Minuten war eigentlich eine sehr schöne Zusammenarbeit. Die Akademie der Künste hat die ganze Technik abgesichert. Morawitz am Mischpult und Georg Katzer mit seinem großen Tisch an Live-Elektronik. Und diese Produktion hat dann auch noch ein paar Auftritte gehabt in Dresden, glaube ich, und in Bad Wildbach im Theater. Und da gab es einige Wiederaufführungen dieser Produktion. Und dann ich habe, glaube ich, kein Stück so oft gespielt wie den Maschinenmenschen. Den habe ich bestimmt 50, 60 Mal aufgeführt, was für neue Musik ziemlich viel ist. Und dann wurde das immer wieder, mal habe ich es wieder nur akustisch gemacht, mal habe ich es mit Georg an der Elektronik gemacht. Und dann als die elektronische Welt sich digitalisierte, dann hat Georg auch das dann angefangen abzugeben und hatte ich dann verschiedene Partner, die den Live-Elektronik-Part gemacht haben. Julien Offray de la Mettrie war ein früher radikaler Atheist. Also er war Arzt und Philosoph und hatte eine These: Ich habe beim Sezieren die Seele nicht gefunden. Das ist für uns heute nicht weiter wild, aber ihm hat das damals fast Leib und Leben gekostet. Er kam aus Saint-Malo in Frankreich, da waren die Jesuiten sehr stark. Er ist geflohen, er ist zuerst nach Belgien geflohen, was auch relativ liberal war. Aber selbst da reichten die Macht der Jesuiten, und der einzige Fürstenhof in Europa, der wirklich liberal war und der einige Asylanten auch beherbergt hat, das war der preußische Hof, der Friedrich II. Und er kam also 1748 nach Preußen und hat sich der Hofgesellschaft vorgestellt, indem er einen Diskurs gehalten hat und seine philosophischen Ansichten dargelegt hatte. Der preußische Hof sprach ja Französisch, und La Mettrie hielt da seine Rede. Und diese Idee hat Katzer aufgenommen und hat quasi diesen Antrittsmonolog des La Mettries textlich verarbeitet. Es gibt diesen schönen Satz in dem Text: wie nützlich wäre es, wenn wir ein einheitliches Denken einführen würden, dann gäbe es keine Missverständnisse mehr. Man muss zuvörderst also die Sprache regulieren. Das ist aber nicht La Mettrie, das ist Georg Katzer. Und ich denke, dass diese humoristische Seite im Text, das ist der Input von Georg Katzer. Also Georg Katzer hat sich inspirieren lassen von dem Text, hat, sag mal, zwei Drittel des Textes sind auch Originalzitate von La Mettrie. Aber Georg hat dann da rein auch seine eigene humoristische Seite gebracht. Und dies, was ich eben zitiert habe, das ist wirklich Original Georg Katzer. Und philosophisch war La Mettrie aufgrund seines radikalen Atheismus durchaus ein Bezug. Und der La Mettrie war verlegt. Er war verlegt an DDR und war zugänglich. Und darum hatte ihn Georg sicherlich schon ewig im Bücherschrank. Und dieses Bildungsbürgertum der DDR kannte diesen La Mettrie, wogegen im Westdeutschland kennt den eigentlich kaum jemand. Und daher kommt das, dass Georg schon lange über den La Mettrie gearbeitet hat. Dieser Maschinenmensch, den ich aufführe, war ja nicht sein erstes Werk über das Werk von La Mettrie, sondern das war schon über 10, 15 Jahre, gab es immer wieder verschiedene Stücke, die den La Mettrie
die die Texte aus dem La Mettrie verarbeiteten. Und Georg war schon immer sehr an gesamtgesellschaftlichen Fragestellungen interessiert und beteiligt und hatte da seine Situation und hat seine Möglichkeit als Komponist auch genutzt und sich immer wieder gesellschaftlich geäußert. Manche denken, ich improvisiere das, weil das so im Fluss kommt, ja, wenn die wüssten. Das ist, aber bis du das eben hinkriegst, das dauert das Jahr. Ne? Natürlich kannst du das jetzt erstmal so lesen, aber bis das so kommt aus da und so, das ist das, was ich meine, was so lange dauert. Ich bin sicher, dass es so viel schöne Musik für Kontrabass gibt es jetzt nun auch gar nicht. Das wird bestimmt, gibt es Menschen, die da sich dafür interessieren. Das ist wirklich so ein Balanceakt. Und dann ist es so, dass ich den Instrumentalteil so gut kenne, dass er mich wirklich nicht mehr anstrengt. Dass er wirklich nicht mehr meine Aufmerksamkeit, das muss automatisch laufen. Und meine ganze Konzentration ist auf den Text tatsächlich, nicht auf die Musik. Also bestimmt 80% ist Text, weil wenn ich mich ein bisschen verspiele, merkt das vielleicht nur der Komponist. Aber wenn ich mich verspreche, das merkt jeder. Und dadurch ist das wirklich sehr wichtig, dass ich mit der Konzentration immer am Text, das heißt an jedem Wort, an jeder Silbe, an jeder Betonung, an jedem Tempo, an jedem Tonfall. Es ist ja nicht nur das Wort, es sind ja viele Sachen drumherum, die ich beachten muss, wenn ich was spreche. Und irgendwo da unten läuft der Kontrabass. Da muss ich bloß manchmal mach schneller, mach weniger, mach lauter, mach leiser. Mehr Befehle gehen da gar nicht hin. Das andere muss laufen, das muss automatisch laufen und dafür braucht es etwas Zeit. Naja. Obwohl der Maschinenmensch so oft von mir aufgeführt worden ist, in den unterschiedlichen Kontexten, hatten wir nie wirklich mal eine Referenzaufnahme. Und nun war es so, dass der elektroakustische Teil dieser Komposition war nie schriftlich fixiert. Das kam daher, dass das viele Jahre Georg selbst gemacht hat. Georg hat das improvisiert und als es dann später André Partetzky oder auch Helmut Zapf gemacht hat, kannten die sich und die haben sich dann mal telefoniert, mach mal in etwa das und das. Und ich fand das auch vage und selbst ich konnte nicht Auskunft geben, was jetzt nun genau da für jemand zu realisieren ist. Und dann war Georg einverstanden und dann haben wir 2017, glaube ich, mit in Zusammenarbeit mit Gregorio Karmann mal wirklich eine Referenzaufnahme im Studio hergestellt, wo Georg mal sagte, was er wirklich will, wie viel er von dem Effekt will, wie wenig, wann der aufhört, wann der endet. Und diese Aufnahme ist toll geworden und sehr gut gemischt. Und ich bin sehr froh, dass das entstanden ist. Dass dadurch kann man jetzt nachvollziehen, für jemand, der den Part macht, was da überhaupt zu machen ist. Dann kann er mit den Medien, die Technik ändert sich, eine neue Generation wird wahrscheinlich ganz andere Tools haben, um das zu realisieren, aber das akustische Beispiel ist da und ich bin sehr froh, dass das jetzt noch mit der Akademie entstanden ist. Und diese im Dezember wird Gregorio Karmann die Live-Elektronik machen anhand dieser Erfahrung, die wir noch mit Georg Katzer zusammen hatten und wir kriegen da eine Realisierung des Stückes hin, im ganz so, wie sich das Georg Katzer so als Ideal so vorgestellt hat, denke ich. Und da freue ich mich schon drauf.